Hallo und herzlich willkommen bei Monday Night Raw. Die erste Raw-Ausgabe nach dem SummerSlam und die erste Raw-Ausgabe mit einem neuen WWE-Champion Goldberg. Und genau der steht jetzt im Ring und hat etwas zu sagen. Roman Reigns, das war ein großartiges Match und es ist ein tolles Gefühl, wieder der Champion zu sein. Es stellt sich nur eine Frage. Who's next? Ich glaube, diese Frage kann ich dir beantworten. Weißt du, es gibt einige Jungs da hinten, die eine Chance auf den Titel verdienen und das Zeug dazu haben, dich herauszufordern. Du scheinst heiß auf eine Titelverteidigung zu sein und bei Changing Games wird es keine geben. Also gibt es in der kommenden Woche bereits ein Match für dich. Und dein Gegner wird sich heute in einem Fatal 4-Way Match entscheiden, wenn Bron Breakker, der ehemalige US-Champion LA Knight, Jon Moxley und Buddy Matthews aufeinandertreffen. Und der Sieger fährt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Changing Games. Und der neue Champion hat direkt mal Bock auf eine Titelverteidigung. Die wird es also in der nächsten Woche geben. Gegen wen? Das erfahren wir dann im heutigen Main Event, wenn Bron Breakker, LA Knight, Buddy Matthews und Jon Moxley aufeinandertreffen. In einem Fatal 4-Way Match. Okay, jetzt geht aber erst einmal hier die Show los mit Otis gegen Shinsuke Nakamura. Otis wird natürlich begleitet von Chad Gable, von seinem Alpha Academy Kollegen, aber es bringt ihm leider gar nichts, denn Shinsuke Nakamura setzt sich hier durch. Dann haben wir Tegan Nox, Blair Davenport und Bayley in einem Triple Threat Match. Bayley, die ja immer noch nicht gegen Saraya antreten darf, beziehungsweise einfach keine weitere Chance auf den Raw Women's Titel bekommen wird, solange Saraya Champion ist. Und sie setzt sich hier aber zumindest durch gegen ihre beiden Konkurrentinnen Tegan Nox und Blair Davenport. Dann haben wir ein Tag Team Match. Dolph Ziggler und Robert Roode, die Dirty Dogs gegen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Hashtag DIY. Und hier setzen sich durch die Dirty Dogs. Ein weiteres Tag Match. Die Creed Brothers treffen auf die Young Bucks. Und die Young Bucks, die gewannen ja beim SummerSlam gegen MJF und Buddy Matthews, unsere World Tag Team Champions. Sie gewinnen auch dieses Match hier, werden aber so schnell erstmal keine Chance mehr bekommen auf die Titel, die sie beim SummerSlam hätten gewinnen können. Denn es war ein Sieg durch Countout und da hat Wade Barrett gar keinen Bock mehr drauf. Es muss jetzt irgendwie bestraft werden und das macht er hiermit und gibt den Young Bucks keine weitere Option in naher Zukunft. Dann haben wir noch ein weiteres Tag Team Match, diesmal aus der Women's Division. DK treffen auf die War Raiders und die War Raiders immer noch ohne Sieg auf ihrer Seite. Vielleicht ändert sich das heute. Und es ist tatsächlich so. Shotzi und Michin setzen sich durch gegen Rosemary und Havoc, gegen DK. Und dann haben wir unser letztes zu simulierendes Match. Edge trifft auf Christian Cage. Die beiden, ja, alten Weggefährten, beste Freunde, Businesspartner und noch was nicht noch alles. Sie treffen hier aufeinander. Mal schauen, wer sich durchsetzen kann. Und es gewinnt der Rated R Superstar Edge. Gratulation an alle bisherigen Sieger und dann würde ich sagen, schalten wir nochmal zum Ring, denn dort steht Cody Rhodes mit einem Mikrofon bewaffnet. Er hat gleich noch ein Match, aber vorher scheinbar noch etwas zu sagen. Der erste Stolperstein wäre aus dem Weg geräumt. Ich verstehe immer noch nicht so wirklich, was Lexus King mit diesem Match bezwecken wollte, aber den Paycheck hat er auf jeden Fall voll ausgekostet, schätze ich. Das würde zumindest den Jaguar draußen auf dem Parkplatz erklären. Aber das ist nun mal der Unterschied. Einige jagen nach Statussymbolen, andere wollen Titel. Ich gehöre zuletzt zu den Letzten, die sich jetzt melden sollten. Ich habe es satt, ständig warten zu müssen, bis die relevantesten Champions hier bei Raw mal zu Wort kommen. Warum steht ein erwachsener Mann mit Daddy-Issues ständig hier im Ring und redet darüber, was einen Champion ausmacht? Cody, du hast keinen Titel. Nicht einen einzigen. Also raus aus meinem Ring. Dein Ring? Max, was du gerade tust, ist keine gute Idee, das weißt du. Du hast recht, was die Sache mit den Titeln angeht. Aber ich werde diesen Ring nicht verlassen, nur weil du es sagst. Du willst, dass ich gehe? Bring mich dazu. Ach, weißt du, mir gefällt es außerhalb des Rings eigentlich ganz gut. Du hast doch jetzt gleich ein Match, nicht wahr? Heute erfährst du nochmal die Großzügigkeit von Maxwell Jacob Friedman. Viel Erfolg, Champ. Cody Rhodes bekommt einfach keine Ruhe. Erst die Geschichte mit Lexus King, die beim SummerSlam wahrscheinlich, hoffentlich, wie auch immer, endete.
Jetzt hat MJF sich gemeldet und das auch noch vor dem großen Match zwischen Cody und Roman Reigns. Beide sind ehemalige Champions. Jetzt treffen sie mal aufeinander, ohne dass einer der beiden einen Titel hat. Und das Ganze einfach mal hier in dieser Monday Night Raw-Ausgabe direkt nach dem SummerSlam. Also Wade Barrett, der macht uns hier wirklich ein Geschenk nach dem anderen. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Match. Ich freue mich sehr. Cody gegen Roman. Und Roman legt direkt gut los hier mit seiner Clothesline. Er verlor ja den WWE-Title erst kürzlich, beziehungsweise, naja, eigentlich gestern gegen Goldberg im Main Event vom SummerSlam. Cody Rhodes konnte sich einen Sieg sichern gegen Lexus King. Und Roman etwas zögerlich hier gerade gewesen. Cody jetzt hier mit der Chance und in den Disaster Kick direkt rein. Oh. Und es gibt auch den Slap und Cody direkt hier on fire. Aber Roman versucht das Ganze direkt hier in den Griff zu bekommen mit dem Flapjack. Sollte ihm das auch, denke ich mal, gelingen. Ja, und wie gesagt, keine Ahnung, was jetzt MJF gerade von Cody wollte. Oder ich habe keine Ahnung, was Roman hier gerade vorhat. Schläge gegen Rhodes. Außerhalb des Ringes und John Cone zählt nicht an. Auch interessant. Ach, jetzt doch. Ein bisschen Zeit gelassen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt MJFs Mission gerade war. Ich meine, er hat sich ja schon einmal beschwert, dass Lexus King und Cody Rhodes schon einmal das Mikrofon oder die Sprechzeit bekommen haben, bevor dann die World Tag Team Champions mal zu Wort kamen. Aber jetzt hat er ja auch nicht wirklich was folgen lassen. Außer Cody eben viel Glück und Erfolg zu wünschen für sein Match. Mal schauen, was das Ganze wird. Ja, und MJF, seinen Tag-Partner, Buddy Matthews, den werden wir im Main Event noch sehen. In diesem Fatal 4-Way-Match. Das übrigens Elimination-Style sein wird. Und der Sieger dieses Matches trifft dann in einem WWE-Title-Match nächste Woche auf Goldberg. Und hier gibt's den Tilt-A-World Slam. Schönes Ding von Roman Reigns. Und dann geht's direkt ins Cover. Aber das geht nur bis zur 2. Und Disaster Kick. Und ich glaube, Roman wollte da gerade noch auf John Cone losgehen. Es sah zumindest ein bisschen komisch aus. Jetzt Dropdown von Roman. Leapfrog von Roman. Und die Clothesline. Ja, Clothesline oder straight den Vorarm ins Gesicht. Ich weiß es nicht. Jetzt kontert Cody aber die Clothesline in der Ringecke. Und jetzt eine Hommage an seinen ehemaligen Tag-Partner, der Alabama Slam. Hardcore Holly hat ihm den überreicht, überlassen damals, wie auch immer. Und jetzt gibt es den nächsten Slingshot, diesmal aber von Roman gegen Cody. Beide Männer wieder im Ring und der Superman Punch. Out of nowhere mit dem Superman Punch. 1, 2 und nicht die 3. Nächster Whip in und dann geht's in den Spear. Sehen wir sehr, sehr häufig diese Whip in und dann den Spear gegen den zurückfedernden Gegner, aber es gibt nicht die 3. Bei diesem Cover, Cody bricht aus. Und jetzt gibt's die Schläge von Cody und ein Schlagabtausch zwischen Rhodes und Reigns. Hat Cody Roman gerade eine Platzwunde verpasst?
Müssen wir gleich nochmal genau drauf achten. Aber jetzt hier erstmal weitere Schläge. Und Cody setzt sich am Ende auch durch. Und schön. Die Transition direkt in die Crossroads. Reicht das? 1, 2 und nicht die 3. Und ja, Roman Reigns mit Blut an der Schläfe. Und Cody macht weiter. Crossroads. Die zweite. 1, 2 und wieder der Kickout. Roman Reigns ist nicht unten zu halten. Liegt aber perfekt, denkt sich jetzt gerade Cody, denn der kann einen wunderschönen Moonsault springen, will er aber nicht. Das wird ein Dropkick. Okay, das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn das zu Ende geht, ehrlich gesagt. Aber man weiß ja nie. Die Überraschung hatte Roman auf jeden Fall auf seiner Seite. Allerdings gerade gesehen, der Kickout bei 2. Jetzt haben wir Roman auf dem Apron und Cody, der sich wieder den Slingshot verpassen lässt. Oh, schöner Side-Effekt von Cody. Hilft jetzt Roman direkt wieder auf. Disaster-Kick Nummer 3. Aber es soll direkt weitergehen. Es geht auch direkt weiter. Pedigree. Und beide Männer down. Aber Cody rafft sich schnell wieder auf. Und will es scheinbar jetzt beenden. Wir haben schon zweimal die Crossroads gesehen. Das soll hier Nummer 3 werden, wie es aussieht. Und das ist die Nummer 3. Kann sich Cody durchsetzen. 1, 2 und nicht die 3. Roman Reigns. Was für ein Durchhaltevermögen. Und wieder der Whip-In. Ich ahne Schlimmes. Nein, Dropdown. Wieder der Tilt-A-World-Slam. Und dann geht's Deadlift in die Gut-Wrench-Powerbomb. Blutverschmiertes Gesicht und Roman macht sich bereit. Aber dann gibt's das Knie als Konter gegen den Spear. Roman rollt sich raus, Cody geht hinterher. Was für ein umkämpftes Match wir hier haben. Ja, und man sieht jetzt auch die Zeichen der Verwundung. Die Zeichen des Kampfes. Blut auf den äußeren Matten. Oh! Jetzt auch Blut bei Cody. Und er hält sich den Unterarm, wie das aussieht. Und dann gibt's den Elbow Drop. Ja, ich glaube, Roman ist jetzt hier ganz gut dabei. Aber nein, Cody dann direkt mit dem Konter. Wollte wohl in den nächsten Disaster Kick gehen. Der wird ihm nicht gestattet. Dafür gibt es jetzt hier die Schläge an den Kopf am Boden. Und Roman baut sich wieder auf. Will den Superman Punch zeigen. Und der geht daneben. Und was auch immer das dann war, Close dann am Ende von Roman Reigns. Und auch wenn der Superman-Punch nicht getroffen hat, der Spear sitzt danach auf jeden Fall. 1, 2 und die 3. Was für ein Aufeinandertreffen.
MJ. Und MJF geht auf Cody Rhodes los. Roman geht auf MJF los. Was passiert denn hier? Schickt ihn aus dem Ring raus. Und Roman Reigns hinterlässt Cody Rhodes mit einem fragenden Blick. Was haben wir hier gerade gesehen? Cody Rhodes wird von MJF attackiert und Roman kümmert sich um MJF, rettet Cody quasi. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze weitergeht. Nach einem kurzen Schnitt geht's aber erstmal natürlich in unseren heutigen Main Event. Fatal 4-Way Action. LA Knight, John Moxley, Bron Breakker und Buddy Matthews kämpfen darum, wer nächste Woche Goldberg um den WWE-Titel herausfordern darf. Bron Breakker kommt zum Fatal 4-Way Match heraus. Etwas, das man fast vergessen könnte, dass er Teil der Alpha Academy ist seit jetzt ungefähr einem Jahr. Ist aber für ihn, glaube ich, eher so ein kleines Side-Project. Wir sehen ihn selten mit Chad Gable oder Otis irgendwie herumlaufen. Von daher, keine Ahnung, wie der Stand in diesem Falle ist. Auf jeden Fall ist er hier bereit. Und sollte er sich heute durchsetzen können, ist das Match in der nächsten Woche ein richtiger Kracher. Einfach Goldberg gegen Bron Breakker klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Aber das gilt ehrlich gesagt für alle dieser Teilnehmer hier heute. LA Knight ist die Nummer 2. Beim SummerSlam verlor er seinen Titel in einem Falls Count Anywhere Match gegen Bobby Lashley. Aber ich finde es eine richtige Entscheidung von Wade Barrett, ihn in diesem Match hier zu berücksichtigen. LA Knight, der wahrscheinlich beste United States Champion seit langer Zeit, zeigte in der allerersten Raw-Ausgabe eine Top-Leistung im Gauntlet-Match, bezwang dann den Champion Chris Hero und trug den Titel jetzt seitdem bis eben zum SummerSlam. Ja, und Jon Moxley, er weiß, wie es ist, WWE-Titelgold um seine Hüften zu tragen. Es war 2016, 2017 herum, wahrscheinlich eher 2016, als er bei SmackDown unter anderem unfassbare geile Matches hatte gegen AJ Styles um diesen Titel. Seitdem ist viel passiert, er ist viel herumgekommen. Und ein Match gegen Goldberg ist, glaube ich, auch etwas, auf das er sehr viel Bock hätte. Auch wenn natürlich wahrscheinlich ein Match gegen Roman Reigns noch etwas interessanter für ihn geworden wäre auf persönlicher Ebene.
Buddy Matthews steht schon im Ring. Moment, was? Wo kam der denn jetzt her? Was passiert hier? Ja, gut, dann. Ist die Crowd auf einmal auch super leise? Okay. Was auch immer das gerade war, woher auch immer Buddy Matthews gerade schon kam. Das Match beginnt auf jeden Fall. John Moxley gegen Bron Breakker. Und Buddy Matthews gegen LA Knight. Das Ganze ist ein Elimination Match. Bedeutet, am Ende sehen wir nur einen einzigen Mann, der erfolgreich sein wird. Ein einziger Mann, der im Ring übrig sein wird. Entscheidungen werden getroffen durch Pin und Submission. Disqualification gibt es nicht, wie wir jetzt gleich an Buddy Matthews sehen werden. Eine Hälfte der World Tag Team Champions und der schnappt sich direkt mal den Stuhl, aber LA Knight wehrt das Ganze ab und zeigt den Side Russian X-Whip genau auf diesen Stuhl. Jetzt haben wir Knight gegen Breakker und Moxley gegen Matthews. Schöner German Suplex, den er hier zeigen kann. Und natürlich, LA Knight bewaffnet sich mit dem Mikrofon. Unsere aller Lieblingswaffe. Schöner Double Dropkick von Matthews. Und jetzt greift Moxley zu. Es ist natürlich seine Art von Match. Ein Match ohne Disqualification. Schlägt auch zu gegen LA Knight. Ja, und dieses Mikrofon nervt mich jetzt schon wieder komplett. So, Breakker gegen Matthews und LA Knight blutet. John Moxley schlägt LA Knight direkt mal eine Platzwunde hier. Dabei ist es doch eigentlich... Oh, da gibt's den Spear bereits. Eins, zwei und nicht die drei. Dabei ist es doch eigentlich John Moxley, der sofort anfängt zu bluten, wenn es in solch eine Umgebung geht. Aber nein, jetzt sorgt er fürs erste Blut bei einem seiner Gegner. Oh, Big Boot jetzt hier von Knight gegen Breakker. Dann geht es direkt weiter gegen Matthews, den er in die Ringecke führt. Tritt ihn da nieder. Was zeigt Moxley? Was für einen KO. Beziehungsweise, ja, Knockout-Punch. Ist das gleiche. Klingt mit der Abkürzung nur irgendwie cooler. So, eine 1 beim Cover gegen Moxley nach dem Schlag mit dem Stuhl. Und Breakker kommt nicht zum Cover. Dafür gibt es hier einen Sideslam von LA Knight. Jetzt greift Matthews zu. Brainbuster. Ja, eine Mischung aus Vertical Suplex und Brainbuster. Und der nächste Schlag mit einem Stuhl. Diesmal trifft es wieder LA Knight. Schlagabtausch zwischen Moxley und Breakker und dann geht Matthews dazwischen mit einer Hurricane Runner. Slingshot. Und jetzt soll es wohl vorbei sein hier für unseren World Tag Team Champion. Power Slam. Military Press into Power Slam von Bron Breakker. Und das genügt nicht. Reicht an dieser Stelle nicht aus. Aber eine Doppelteam-Aktion. LA Knight hält Bron Breakker fest, damit John Moxley zuschlagen kann. Und dann gibt's dieses Knie von Matthews gegen Knight. Und Burning Hammer. Puh.
Also sie mögen sich gerade alle nicht so wirklich. Kurze Zusammenarbeit gehabt zwischendurch, gerade von Knight und Moxley, aber ansonsten ist es hier wirklich alle gegen alle und jetzt ist es schon soweit. Moxley mit dem Paradigm Shift. 1, 2 und nicht die 3. Und auch Bron Breakker jetzt mit Blut an der Stirn. Sidewalk Slam, schön in diesen Move reingegangen. Was hat Breakker vor? Nutzt da den Whiplash gegen Knight. Thrust Kick Moxley. Kann er schon Breakker ausschalten? 1, 2 und nicht die 3. Und kann jemand dieses verdammte Mikrofon entfernen? Jetzt der nächste Paradigm Shift Ansatz. Und das ist auch der Paradigm Shift von Moxley. Aber Breakker sofort wieder auf den Beinen. Der greift jetzt hier zu. Matthews wird abgeräumt mit einem Godbuster. Ja, Cover gegen Breakker, der bleibt aber nicht liegen. Dafür greift Moxley zu mit dieser Clothesline. Gegen eine Hälfte der World Tag Team Champions und die Decapitation Clothesline. Gegen LA Knight, bevor es den nächsten Vorarmschlag gibt. Gegen Matthews, aber jetzt ist LA Knight da. Setzt Moxley aufs oberste Seil. Setzt auch die Beine nach außen. Was wird denn das? Und dann springt er aufs Top Rope. Was für eine Athletik. Superplex. Ja, Fist Drop. Und draußen kümmern sich Bron Breakker und Buddy Matthews umeinander. Beziehungsweise jetzt kümmert sich Breakker um Knight mit dieser Powerbomb. 1, 2. Nicht die 3, aber habt ihr gesehen, wie dieser Stuhl sich da verbogen hat? So, was auch immer das jetzt war gegen Matthews, es reicht nicht. Zur 3. Oh, Kendo-Stick-Schlag von Moxley, der jetzt aber hier gegriffen wird. Military Press in den Power Slam. 1, 2 und nicht die 3. Jetzt versucht Knight gegen Matthews. Und das reicht. Matthews ist raus. Wir haben nur noch einen Triple Threat und jetzt sind alle am Bluten hier. Jetzt hat's auch John Moxley erwischt. Oh nein. Catapult Slingshot. Und dann aber der German Suplex von Moxley gegen Knight. Gefolgt von der Short Arm Clothesline. Fireman's Carry. Und das wird ein Hotshot. Und dann der Big Boot. Schön. Moxley hat beide Gegner gut im Griff. Ist im Gegensatz zu Knight und Breakker aber auch der deutliche Veteran, würde ich behaupten wollen. Breakker aber auch ein Second Generation Star. Mit einem Feuerball. Feuerball in die Augen von Moxley. Und Chad Patton schaut sich Moxley an, ist etwas irritiert, würde ich behaupten. Oh Gott.
Braun Breaker auf komplettem Zerstörungskurs hier. Aber Knight versucht's umzudrehen. Wunderschöner Suplex. Moxley allein im Ring. Chad Patton allein im Ring, meine ich natürlich. Er kann da gerade auch sehr wenig machen. Entscheidung halt nur im Ring. Da, wo jetzt dann Braun Breaker auch wieder zurückgeschickt wird. Facebuster. Vielleicht entscheiden sich jetzt Moxley und Knight auch gegen... Nein. Also gemeinsam gegen Breaker. Aber das sieht nicht so aus. Moxley mit dem Hotshot gegen Knight. Und dann greift er sich Braun Breaker für die Beinbearbeitung. Ja, Breaker, der hat eine absolut krasse Beschleunigung und Geschwindigkeit im Ring. Das einzuschränken ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und da gibt es den Konter für den Paradigm Shift oder Death Rider. 1, 2, nicht in Ordnung. Aber wenn das so weitergeht, dann ist nicht viel übrig nächste Woche für Goldberg. Wenn wir mal ehrlich sind. Rolling Elbow wird abgefangen von Breaker. Der schnappt sich dann Moxley für den Hotshot. Und es gibt einen Sidewalk Slam von Knight gegen Breaker, der sich aber dann... Also Knight, der sich dann aber direkt wieder auf John Moxley fokussiert. Dann aber von Braun Breaker fokussiert wird und was für ein Slam. Big Boot von Moxley. Es bleibt dabei, jeder gegen jeden. Und das Knie könnte der Knockout für Knight sein. Ist er nicht. Knight reißt die Schulter hoch. Und Moxley, der nach oben klettert. Double Extended Blow, der trifft. Aber Breaker greift wieder zu. Military Press in den Body Slam bzw. Power Slam. 1, 2 und nicht die 3. Big Boot sofort von Knight. Könnte dieser Überraschungstritt... Nein. Das genügt nicht. Absoluter Wahnsinn, was wir hier sehen. Und jetzt greift Moxley zu. Für den nächsten Paradigm Shift. Aber er kommt nicht zum Covern. Wird in die Seile geschickt. Spear! Und da gehen jetzt die Träger nach unten. Das bedeutet, Braun Breaker meint es ernst. Er will jetzt hier das Ganze wirklich beenden für sich. Die Entscheidung herbeiführen. Stellt sich dabei aber auch nicht so schlau an, ehrlich gesagt. Ja, Moxley erstmal beide abräumt hier mit so einem Springboard-Vorarm. Und wir haben noch nicht genug Materialschlacht hier gesehen. Wir haben noch nicht genug Waffeneinsatz gesehen. Da muss man jetzt erstmal... Nee, man muss sich da nichts holen. Und dann gibt's das Knie gegen Knight. Das werden die Snake Eyes. Und Braun Breaker bewaffnet mit dem Kendo-Stick. Aber Moxley hat's gesehen. Hat rechtzeitig reagieren können. Und was für ein Saito-Suplex. Oh, Goldberg, da musst du wirklich aufpassen nächste Woche. Knee Trambler. Und Knight mit dem Schlag gegen John Moxley. Ja, Body Slam jetzt gegen Braun Breaker, so halb auf den Stuhl. Und das genügt
Nach dem Knee Trembler genügt das auf jeden Fall. Und es heißt LA Knight. Oder John Moxley und Moxley mit dem nächsten Paradigm Shift. Gar nicht lang gewartet. 1, 2 und die 3 und John Moxley wird Goldberg herausfordern. John Moxley setzt sich durch in diesem hart umkämpften Fatal 4-Way Match. Und wird in der nächsten Woche der Gegner vom WWE Champion Goldberg und eventuell wird dieser Mann ja auch der neue WWE Champion, John Moxley. Was für eine Ausgabe von Monday Night Raw. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns wieder, wenn es dann zu Friday Night SmackDown geht und wir da mal auf die Folgen vom SummerSlam blicken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.